Hallöchen, herzlich willkommen zurück in SimBrief und im letzten Video haben wir uns ja angeschaut, wie wir die ganzen Informationen hier bei SimBrief eingeben und wie wir uns daraus dann letztendlich einen Flugplan erstellen. Wenn wir den Flugplan erstellt haben, kommen wir hier in dieser Übersicht raus und mit der wollen wir uns heute mal etwas genauer beschäftigen, nämlich letztendlich mit unserem Flugplan, den uns SimBrief erstellt und was wir für Informationen da drin so finden können. Es gibt ganz grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder den SimBrief-Flugplan auf manchen Tablets im Flugsimulator direkt hochladen, zum Beispiel im Phoenix, und den dann dort angucken. Ihr könnt hier in SimBrief runterscrollen und könnt den Flugplan dort angucken. Oder ihr könnt hier oben auf Print bzw. View PDF drücken. Dann könnt ihr das Ganze auch als PDF speichern, könnt es euch, wenn ihr möchtet, auch ausdrucken. Und dann gucken wir uns heute mal jetzt zusammen an, was da alles so draufsteht. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Klarstellung. Der Operational Flight Plan ist ein Flugplan, den wir von unseren Dispatchern, also den verantwortlichen Flugplanern der jeweiligen Airline, als Cockpit Crew überreicht bekommen. Und in diesem Operational Flight Plan, kurz OFP, finden wir alle wichtigen Informationen, die wir zur Flugdurchführung brauchen. Das heißt, wir finden dort drin, wie schwer ist unser Flieger, wie viel Sprit nehmen wir mit, wie weit ist der Alternate entfernt, wie ist das Wetter unterwegs und so weiter. Hier oben links angefangen finden wir zuerst die Flugnummer. Das war die Lufthansa 1146. Und am heutigen Tag, am 17. November 2022, fliegen wir von München nach Hamburg. Das seht ihr hier unten drunter auch nochmal stehen. Wir führen den Flug durch mit einem A320, der Delta Alpha India Zulu India. Und der Release-Zeitpunkt von diesem Operational Flight Plan war auch der 17. November, und zwar um 14.11 Uhr. Das ist der Operational Flight Plan Nummer 1. In unserem Fall bleibt es bei der Nummer 1. Wenn wir jetzt mehrere Flüge mit dem Callsign durchführen würden, dann würde SimBrief das entsprechend durchnummerieren. Im Real Life ist es so, dass dieser OFP manchmal durch bestimmte Wetterveränderungen oder sowas dann nochmal entsprechend angepasst wird und dann werden die hier einfach durchnummeriert und dann guckt man halt einmal, dass man auch wirklich den aktuellsten Flugplan dabei hat. Dann geht es hier unten weiter. Unser ATC Callsign ist die Lufthansa 2 Alpha Charlie. Und wir sehen, wir fliegen am 17. November mit der Zulu India, dem Phoenix A320 mit den CFM 56 Triebwerken von München los. 14.15 Uhr war unsere Off-Block-Time. Wir hatten 20 Minuten Taxi-Zeit, also ist unsere Take-Off-Time, die wir geplant haben, 14.35 Uhr. Und wir fliegen nach Hamburg. Dort kommen wir um 15.37 Uhr Touchdown an, rollen dann 10 Minuten zur Parkposition, sind dann also On-Block um 15.47 Uhr. Hier unten haben wir dann noch die Möglichkeit, eine CTOT, also eine Calculated Takeoff Time, einzutragen. Und dann sehen wir hier noch ein paar Gewichte, nämlich zum einen unser Estimated Takeoff Weight, das sind 62 oder fast 63 Tonnen, das Landing Weight von 60,3 Tonnen und das Zero Fuel Weight, also das Gewicht vom gesamten Flieger mit allem an Bord, aber ohne Sprit, von etwas über 57 Tonnen. Hier oben drüber sehen wir jeweils die Limitationen, das heißt, unser Takeoff Weight darf maximal 73,5 Tonnen betragen. Das Max Landing Weight maximal 64,5 Tonnen und das Zero Fuel Weight maximal 61 Tonnen. Wir checken also in jedem Flugplan einmal, dass die Gewichte entsprechend unter den Limitationen sind, sodass wir den Flug auch legal durchführen können. Hier auf der rechten Seite finden wir jetzt noch ein paar wichtige Informationen. Zum einen nämlich unseren Cost Index, den wir nachher in den Flieger eingeben, in unserem Fall der Cost Index 15. Wir sehen die Ground Distance, also unsere Strecke, die wir abfliegen über dem Grund. Das sind heute 402 Meilen. Dann fliegen wir die Strecke nicht über Grund, sondern in der Luft. Das ist dann die Erddistanz, das sind heute 397 Meilen. Die Great Circle Distance, die ist vor allem auf längeren Flügen relevant, sind heute 324 Meilen. Das ist also auf dem Großkreis, auf dem Globus gesehen, die direkte Verbindung zwischen diesen beiden Punkten, in unserem Fall München und Hamburg. Der Average Wind, also der durchschnittliche Wind im Flug heute, wird aus 243 Grad, also aus südwestlicher Richtung, mit im Durchschnitt 25 Knoten kommen. Für unseren Flug bedeutet das, dass wir eine Average Wind Correction, also eine durchschnittliche Windkomponente von plus 5 Knoten haben. Das heißt, wir haben im Schnitt 5 Knoten Rückenwind und das freut uns natürlich immer, weil wir dann umso schneller an unserem Ziel ankommen. Die Average ISA, das ist die ICAO Standard Atmosphere, das ist also die Abweichung von der Standardatmosphärentemperatur der ICAO. In unserem Fall ist es also heute 2 Grad wärmer, als es in der Standardatmosphäre laut ICAO wäre. Average Fuel Flow in Kilogramm per Hour, das ist hier unten also unser durchschnittlicher Verbrauch der Triebwerke pro Stunde, heute 2531 Kilogramm. Hier würde dann noch der Takeoff Alternate, den wir im letzten Video angesprochen haben, stehen, in unserem Fall haben wir aber heute keinen. Dann machen wir hier drüben weiter, unser Alternate ist Hannover und hier würden dann eventuelle Step Climbs noch mit drin stehen, wir haben heute keine, also steigen wir nur auf Flight Level 360. Das ist die Reiseflughöhe, die finden wir hier oben einmal. Als nächstes kommt hier die Spritberechnung.
Und die setzt sich zusammen zum einen aus unserem Trip-Fuel, also den Sprit, den wir auf jeden Fall brauchen, um von München nach Hamburg zu kommen. Das sind knapp 2,7 Tonnen. Flugzeit ist 1 Stunde und 2 Minuten. Dann haben wir 5 Minuten Contingency dabei. Haben wir im letzten Video auch ausführlicher erklärt. Das sind etwas über 200 Kilogramm Alternate Fuel, um eventuell nach Hannover fliegen zu können. 28 Minuten Flugzeit dorthin. Dafür brauchen wir knapp 1300 Kilogramm. Und dann kommt die im letzten Video angesprochene Final Reserve noch oben drauf von 30 Minuten. Das sind dann nochmal etwas über 1000 Kilogramm. Das zusammen ist der Sprit, mit dem wir mindestens abheben müssen. Wir müssen also zu dem Zeitpunkt, wo wir den Takeoff-Schub setzen, mindestens 5107 Kilogramm noch in den Tanks haben. Das würde bedeuten, wir könnten damit 2 Stunden und 6 Minuten fliegen. Wir haben in unserem Fall ja für das schlechte Wetter in Hamburg noch 700 Kilo extra mitgenommen. Das sind also nochmal zusätzliche 17 Minuten, die tauchen dann hier auch nochmal auf. Das noch oben drauf ist also unser geplanter Takeoff-Fuel. Hier in dem Fall also knapp 5800 Kilogramm. Darauf kommt dann aber noch der Taxi-Fuel, mit dem wir ja vom Gate erstmal noch zur Startbahn müssen. Nochmal für 20 Minuten 230 Kilogramm. Und das dann alles zusammen ergibt unseren Block-Fuel, also das, was wir letztendlich in den Flieger tanken, wenn der Tanker da ist. Hier unten könnten wir jetzt also nochmal etwas extra Sprit mitbestellen. Wenn wir jetzt im Cockpit zum Beispiel entscheiden, boah, pass auf, hier in München ist heute so viel Traffic, die Sicht ist auch noch vielleicht ein bisschen schlecht. Wir nehmen doch noch ein bisschen was als das extra mit. Dann könnten wir das hier unten noch eintragen, würden dann auch noch dazu schreiben, warum wir was extra mitnehmen und was unser neuer Total Fuel dann wäre. Hier unten finden wir für die 737 zum Beispiel relevant noch die Final Reserve und den Alternate Fuel zusammengerechnet. Das ist also die Reserve, die wir in der 737 immer eingeben würden. Und hier unten finden wir noch unseren Trip und Taxi Fuel einmal zusammengerechnet. Das sind 2886 Kilogramm. Hier unten würden wir als Kapitän ansonsten einmal unterschreiben und dann haben wir die erste Seite schon mal fertig. Als nächstes kommt hier unser Alternate Routing, wenn wir also nach Hannover fliegen würden. Wir würden also in Richtung 189 Grad fliegen. Die Strecke beträgt 130 Meilen. Das wäre das Routing dorthin. Und wir würden auf Flight Level 240 gehen. Wind Correction auf dem Teil der Strecke dann minus 12, also ein klein bisschen Gegenwind. Würde 28 Minuten dauern und würde knapp 1,3 Tonnen Sprit brauchen. Für uns jetzt aber viel interessanter ist das eigentliche Routing und das finden wir hier unten. Es geht also in München raus auf der Runway 26 Right über die Input to November Departure zum Wegpunkt die Input. Dann geht es über den Airway Yankee 102 weiter nach Upala, über den Airway Mike 726 nach Lasto, von Lasto direkt nach Abgus, von Abgus direkt nach Dirbo und von Dirbo über den Tango 902 Airway nach Rarup und dann auf die Rarup to Delta Arrival für die Runway 15 in Hamburg. Das ist also dann das, was wir später als Routing in unserem Flieger eingeben, sollten wir das nicht direkt von SimBrief importieren können. Hier unten haben wir dann einmal die Möglichkeit, unsere Departure Clearance, also die IFR Clearance, vom Departure Airport einzutragen. Und hier unten sehen wir noch ein paar wichtige Informationen. Sollten wir zum Beispiel in unserem Fall heute eine Tonne schwerer sein als geplant, dann würden wir für den gesamten Flug 38 Kilogramm mehr Sprit verbrauchen. Es würde keine Zeitersparnis bringen, würde aber auch nicht länger kosten. Wenn wir eine Tonne leichter wären, würden wir 37 Kilogramm sparen. Und wenn wir zum Beispiel ein bisschen höher fliegen, würden wir 12 Kilogramm mehr verbrauchen. Wenn wir ein bisschen tiefer fliegen, würden wir ein bisschen weniger verbrauchen. Und hier hinten seht ihr halt auch immer noch den Zeitfaktor. In unserem Fall lassen wir das aber alles so, wie es war. Und dann gucken wir als nächstes hier unten weiter. Hier oben könnten wir die ATIS eingeben, also auch das aktuelle Wetter vom jeweiligen Departure Airport. Dann können wir hier nochmal weitermachen mit den Estimated Zeiten für unseren Flug. Also unsere Off-Block-Zeit 14.15 Uhr, unsere Take-Off-Zeit 14.35 Uhr, unsere Landezeit 15.37 Uhr und unsere On-Block-Time dann in Hamburg 15.47 Uhr. Dann sehen wir hier nochmal die gesamte Blockzeit, 1 Stunde 32. Blockzeit ist also die Zeit zwischen dem Moment, wo wir unsere Parkbremse lösen und den Pushback machen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir unsere Parkbremse am Destination Airport wieder gesetzt haben. Hier hinten könnte man dann auch noch immer die tatsächlichen Zeiten eintragen. Ist ja durchaus realistisch, dass man nicht immer ganz genau auf die Minute die Zeiten so schafft, wie sie hier hinterlegt waren. Als nächstes sehen wir hier einmal so ein bisschen die Gewichtsplanung. Wir haben heute auf dem Flug 137 Paxe dabei, das sind also die Passagiere. Darauf kommen dann noch 2,3 Tonnen Cargo, 13,1 Tonnen Payload und das mit dem Flugzeug zusammen gibt dann ein Zero Fuel Weight von 57,1 Tonnen. Hier seht ihr auch nochmal jeweils das Maximum. Hier könnten wir dann auch wieder das tatsächliche eintragen. Darauf kommt dann noch ein Sprit, den wir mit 6 Tonnen geplant haben. Und daraus resultiert dann das Takeoff Weight von 62,9 Tonnen und dem Landing Weight von 60,3 Tonnen. Hier drüben neben dem Fuel steht noch Possible Extra 4,2. Das bedeutet, dass wir theoretisch zusätzlich zu dem Sprit, der jetzt hier geplant ist, noch 4,2 Tonnen mitnehmen könnten, ohne über irgendwelche Limits hinauszukommen.
Das heißt, hier wird dann auch immer das Max Takeoff Weight und das Max Landing Weight berücksichtigt. Und wenn man das berücksichtigt, könnten wir trotzdem noch 4,2 Tonnen mehr mitnehmen, als wir jetzt tatsächlich tanken würden. Auf der nächsten Seite finden wir jetzt unseren Flight Log. Da sind jetzt also nochmal alle Wegpunkte, die wir auf unserem Routing überfliegen werden, aufgelistet. Mit ihren jeweiligen Koordinaten, wie schnell wir dort fliegen werden, in welcher Höhe wir dort fliegen werden, aber auch wie das Wetter dort ist, mit wie viel Sprit wir dort ankommen werden. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an einem Beispielwegpunkt an, und zwar am Wegpunkt Naros hier unten. Der liegt auf dem Airway Mike 726. Der Wegpunkt heißt Naros, hier sind die jeweiligen Koordinaten für den Wegpunkt. Und dann können wir hier sehen, dass wir bei dem Wegpunkt auf Flight Level 360 unterwegs sein werden mit Mach Decimal 77, also mit 77% der Schallgeschwindigkeit. Der Wind dort wird kommen aus 258 Grad mit 38 Knoten. Wir haben eine Außentemperatur von minus 49 Grad. Und zum Zeitpunkt, wo wir Naros überfliegen, haben wir noch 4,2 Tonnen Sprit dabei und bereits 1,9 Tonnen Sprit verbraucht. Und so sehen wir genau diese Informationen für jeden einzelnen Wegpunkt, den wir auf unserer Strecke überfliegen werden. Je nachdem, wie lang das Routing ist, kann das auch mal mehrere Seiten gehen. In unserem Fall sind es jetzt knapp 2,5 Seiten. Und dann können wir hier zum Schluss auch einmal checken, mit wie viel Sprit wir dann letztendlich in Hamburg ankommen sollen. Nämlich hier gerechnet mit 3,2 Tonnen. Ein Stückchen weiter unten finden wir noch ein paar Windinformationen. Hier können wir zum einen nämlich sehen, wie die Winde während unseres Steigfluges sind auf verschiedenen Höhen. Zum anderen aber auch, wie die Winde dann an den bestimmten Punkten in unserem Reiseflug sein werden. Hier seht ihr zum Beispiel wieder den Wegpunkt Naros. Hier haben wir wieder Flight Level 360, also unsere Reiseflughöhe. Wir haben also dort Wind aus 258 Grad mit 38 Knoten. Und so können wir das hier für jeden einzelnen Punkt nochmal sehen. Und diese Informationen können wir theoretisch in unser Flugzeug auch eingeben, sofern das Flugzeug das natürlich unterstützt. Und somit dann nochmal etwas genauer vorausberechnen, wann wir an welchem Wegpunkt ankommen sollen. Ansonsten finden wir hier unten noch unseren ICAO Flight Plan. Das ist also der Flugplan, den wir an die Lotsen einmal abschicken werden. Da finden wir dann nochmal die ganzen Informationen drin. Also zum einen, welche Airspaces wir durchfliegen werden, welches Equipment wir an Bord haben, was wir für ein Flugzeug sind, welche Route wir fliegen und so weiter. Also letztendlich nochmal das, was wir vorhin schon einmal angeschaut haben. Also letztendlich nochmal alle wichtigen Informationen hier zusammengefasst. Auf der nächsten Seite finden wir dann alle wichtigen Wetterinformationen für uns. Wir finden hier also zum Beispiel sogenannte SIGMETs. Wenn wir also unterwegs auf unserem Reiseflug irgendwelches schlechtes Wetter zu erwarten haben, würde das hier stehen. Wir würden es aber auch unten dann nochmal in der Karte sehen. Dann bekommen wir auch Informationen über Vulkanaschewolken. Heute sogar mal ein besonderer Fall, dass wir hier im Bremen FIR und im Hannover UIR hier etwas in den Volcanic Ash SIGMETs hinterlegt haben. Ansonsten haben wir hier unten noch Informationen über das Wetter bei unserem Departure Airport, in dem Fall von München. Wir haben auch einmal eine Vorhersage, einen sogenannten Terminal Aerodrome Forecast, kurz TAF, der uns dann sagt, wie das Wetter in der nächsten Zeit sein wird. Das können wir uns gerne nochmal in einem separaten Video anschauen, was diese ganzen Informationen bedeuten. Letztendlich sehen wir aber hier zum Beispiel einmal den Wind. Wir haben also Wind aus 160 Grad mit 4 Knoten. Wir haben eine Sichtweite von über 10 Kilometern. Wir haben Vicinity Showers, das heißt, in der Nähe des Flughafens haben wir aktuell Regen. Die Bewölkung ist scattert auf 3800 Fuß. Wir haben Towering Cumulus Wolken, also sich auftürmende Gewitterwolken. Aktuell 12 Grad Außentemperatur, Taupunkt 9 Grad und das QNH ist 999. Mit einem Trend, der NOSIG ist, also No Significant Changes, die in den nächsten 2 Stunden zu erwarten sind. Und wie gesagt, hier unten so ein bisschen eine Vorhersage. Zum Beispiel hier mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% gibt es zeitweise am 17. des Monats um 12 Uhr bis zum 17. des Monats um 14 Uhr eine Sichtweite von 4000 Metern, Regenschauer, Broken auf 3000 Fuß mit Towering Cumulus, die Bewölkung. Und so können wir quasi also sehen, wie die Prognose ist für den jeweiligen Tag am jeweiligen Airport. Dann haben wir die gleichen Wetterinformationen nochmal für unseren Arrival Airport. Auch das checken wir natürlich vor jedem Flug einmal und haben auch einmal das Wetter für unseren Alternate Airport. Wichtig ist, dass wir an unserem Alternate Airport auch auf jeden Fall landen können, weil es bringt uns ja nichts, wenn wir zum Beispiel von Hamburg diverten und dann nach Hannover fliegen wollen, in Hannover das Wetter aber so schlecht ist, dass wir da gar nicht landen können. In unserem Fall ist das Wetter in Hannover aber okay, wenn es auch ein bisschen böig ist. Wir können aber im Zweifelsfalle auf jeden Fall trotzdem nach Hannover fliegen. Dann haben wir es schon fast geschafft. Hier unten kommen jetzt noch einmal die ganzen NOTAMs. Auch die habe ich ja im letzten Video schon mal angesprochen. Und die sehen auch super unübersichtlich aus. Da können wir gerne auch nochmal im Stream oder in einem separaten Video genauer drauf eingehen. Hier seht ihr aber zum Beispiel, dass das VOR-DMI in Valda aktuell not in use ist. Das heißt, wir müssen auch mit falschen Indikationen da rechnen. Sowas zum Beispiel steht in den NOTAMs drin und das sind natürlich für die Piloten auch sehr, sehr wichtige Informationen. Im Simulator sind sie meistens eher weniger relevant, je nachdem auch wie tief man in der Simulation ist, können sie einem auch vollkommen egal sein.
Aber ihr seht, das sind relativ viele. Man kann die also nicht vor jedem Flug jedes Mal durchlesen. Im Real Life werden die dann nochmal gesondert hervorgehoben, beziehungsweise die wichtigen Sachen werden dann nochmal gesondert hervorgehoben, weil die sich jedes Mal hier durch 30 Seiten Notims lesen, dann würde man 2 Stunden mit jeder Flugvorbereitung verbringen. Als letztes finden wir hier unten dann noch einmal unsere Route auf der Karte eingezeichnet. Wir finden zum anderen aber auch diese vorhin angesprochene SIGMET-Karte. Wir haben also in unserem Fall bis Flightable 150 mit Moderate Icing zu rechnen. Hier drüben seht ihr noch eine Isolated Embedded CB-Zelle, also eine isolierte Gewitterzelle, die bis Flightable 310 sogar hochgeht. Da fliegen wir aber nicht durch, durch die fliegen wir doch durch, aber auf Flightable 150 sind wir die meiste Zeit drüber und deswegen sollte uns das dann erst im Anflug auf Hamburg tangieren und im Abflug auf München sollten wir auch relativ schnell über dieses Flightable 150 drüber kommen. Ansonsten seht ihr hier wichtige Wetterinformationen und je nachdem wie lang euer Flug ist, kann das durchaus mal sein, dass diese Karte auf mehrere Einzelkarten dann aufgeteilt ist. Ist aber wichtig, das einmal vor jedem Flug zu checken, weil man möchte ja nicht in seinem Routing mitten durch das nächstbeste Gewitter fliegen. Hier haben wir dann noch eine Windkarte. Wir haben hauptsächlich, seht ihr hier, Wind, der aus westlicher Richtung kommt, in Richtung Osten pustet und das durchschnittlich so mit 47 Knoten, man hier 48, 49 Knoten. Und da, wo das Fähnchen immer ist, daher kommt der Wind und der geht quasi immer zu der Spitze hin. Das heißt, hier oben dreht der Wind dann schon so ein bisschen auf einen nördlichen Wind und hier oben wird es dann sogar nördlich von Hamburg wieder eher ein östlicher Wind, der Richtung Nordwesten pustet. Als wirklich allerletztes haben wir hier unten dann noch das Querprofil von unserem Flug heute. Wir haben also hier die Departure aus München raus, dann geht es einmal hoch bis auf Flightable 360 bis zu unserem Top-of-Climb. Den haben wir dann kurz nach Lonely erreicht. Und dann geht es hier einmal auf Reiseflughöhe bis kurz hinter Dirbo. Da ist dann unser Top of Descent und dann geht es von dort aus wieder in den Anflug. Auch hier seht ihr auf den verschiedenen Höhen die Winde eingezeichnet. Ihr seht mit der blauen gestrichelten Linie hier einmal die Tropopause, also die nächsthöhere Atmosphärenschicht angezeichnet. Und hier unten seht ihr ansonsten auch noch das Terrain eingezeichnet, das wir auf unserem Weg überfliegen werden. Damit sind wir am Ende des Flugplans angekommen und auch am Ende des Videos angekommen. Ich weiß, das waren jetzt sehr viele Informationen auf einmal. Guckt euch das Video ansonsten gerne auch 2-3 Mal an. Ich hoffe, wir haben alles Wichtige durchgesprochen. Wenn wir was vergessen haben oder ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann lasst mich das sehr gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und wie gesagt, wenn noch was unklar ist, in die Kommentare schreiben, dann kriegen wir das auch noch alles beantwortet. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr ein Like da lasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Viel Spaß und viel Erfolg mit eurem ersten Operation and Flight Plan. Viel Spaß beim Fliegen und always happy landings.